Ja, hallo zur neuesten Ausgabe eines Inkscape Screencasts. Heute wollen wir ein klein wenig zaubern mit Inkscape. Was wir dieses Mal machen wollen, ist genau dieses hier, diesen Zauberstab. Und das Ganze ist wirklich relativ einfach. Das kriegt jeder Anfänger hin. Es wird noch nicht mal viel gezeichnet, sondern wir machen viel mit Farben. So, und dann fangen wir einfach an. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, findet hier einen entsprechenden Blogeintrag mit dem Ganzen nochmal zum Nachlesen, und die Farbwerte gibt es dort auch. Ich lasse ganz nebenbei dieses Mal einen Key-Monitor mitlaufen, sodass ich nicht jedes Mal sagen muss, welche Tasten ich drücke. Und dann fangen wir einfach an und zeichnen uns ein schwarzes Rechteck, 1, nicht 3. Sollte in etwa so aussehen. Dann wählen wir einfach das Werkzeug Knoten bearbeiten und runden hier so die Ecken ein klein wenig ab. Ne, das war zu viel. So. Wenn wir das so haben, dass es so in etwa aussieht, machen wir davon ein Duplikat, schieben das Duplikat beiseite. Dann zeichnen wir im Anschluss auf unser Rechteck ein weiteres. Ich mache das mal rot, so dass man das sieht. Halt. So in etwa das oben und unten noch etwas rausragt. Zentrieren das einfach mal, dann sieht man das. Ja, das vielleicht ein bisschen weniger. So, ja. Von beiden machen wir gleich auch wieder ein Duplikat, schieben das wieder beiseite. So, dann selektieren wir hier wieder beide. Und beim ersten Mal machen wir Pfaddifferenz. Und beim zweiten ist es Pfadüberschneidung. Das ist entweder Pfadüberschneidung oder das hier. So. Dann hätten wir die Einzelteile unseres Zauberstabs. Die müssen wir jetzt bloß noch füllen. Ich mache mir das gleich ganz einfach. Ich habe die Farbverläufe noch gespeichert. Beim ersten hier ist es ein 50%iges Grau. Und dann kommt hier noch ein linearer Farbverlauf hinzu, den ich, wie gesagt, hier noch gespeichert habe. Ich zeige das mal mit dem Farbverlaufswerkzeug. Das ist hier das 50%ige Grau, hier nochmal 50%iges Grau und hier ist es weiß. Und den Farbpunkt versetzen wir einfach dann von der Mitte hier rüber. Dann füllen wir im Anschluss gleich noch unser Mittelstück. Auch hier habe ich es ganz einfach. Ich habe halt den Farbverlauf noch gespeichert. Hier ist es ein klein wenig komplizierter, das sind nämlich 5 Farbverlaufspunkte. Ich zeige das mal hier. Das sind jeweils zweimal schwarz, in der Mitte weiß und hier nochmal zweimal schwarz. Und die sind dann so versetzt, sodass man hier das Weiß etwas mehr eingrenzen kann. So, wenn wir das so haben, selektieren wir wieder beide. Ups, nicht den XML-Editor. Und bringen das so übereinander. Ups, ach Gott, verdammt. So, dann können wir das gruppieren. Das ist nämlich unser Zauberstab. Nehmen unser Duplikat vom Anfang dazu, wandeln das über Pfad, Objekt in Pfad umwandeln in einen Pfad um. Dann können wir hier oben die Knoten bearbeiten, und zwar erst die rechten selektieren wir beide und dann verschieben wir die einfach mit den Cursor-Tasten jetzt nach rechts. So, entweder 8 oder 10 Mal. Dasselbe machen wir mit den linken auch. Diesmal allerdings nicht nach rechts, sondern nach links. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dann färben wir uns das einfach noch hier mit dem gelben Farbton. Ich mache es mir diesmal relativ einfach. Ich habe die Farben noch hier drin liegen. Ihr könnt natürlich auch die Werte entsprechend eingeben, wie sie hier stehen. Da eine Zeichnung mit den entsprechenden Farben auch in dem Tutorial ist, könnt ihr die Zeichnung einfach, das Bild einfach reinladen. Es wird nicht ganz exakt, wenn ihr das mit der Pipette von einem PNG oder JPEG oder was auch immer abnehmt. Es eine kleine Abweichung ist dabei immer. Ihr könnt für fast alle Farben hier auch gerne selber eigene Farben nehmen. Nur bei dem Gelb und dem entsprechenden Lila für den Hintergrund empfiehlt sich es besser mit den Farben zu arbeiten, weil mit denen gibt es den entsprechenden Effekt. So, jetzt bringen wir das mal schnell noch zentriert. Schieben das mal beiseite. Na. So. Jetzt brauchen wir unseren Hintergrund. Da zeichne ich einfach schnell mal ein Rechteck. Eins. Das ist echt schlimm, wenn ich Record My Desktop laufen habe. So. Das machen wir erstmal schwarz. Das wird aber im Endeffekt eine lineare Farbverlaufsfüllung. So. Und zwar, ups. So, anpassen können wir die später noch. Jetzt skalieren wir den Zauberstab erstmal ein klein wenig kleiner. So. Den noch ganz oben. Drehen den. So. Jetzt selektieren wir das Gelb. Aber erstmal machen wir noch jetzt den Farbverlauf anpassen. So, jetzt selektieren wir hier unser Gelbes, gehen auf die Farbeinstellung und geben den einfach eine kräftige Unschärfe. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. So. Und im Anschluss können wir das noch nach oben setzen, ein kleines bisschen. Nach links oben, links oben. Halt. So. Jetzt nochmal. So, dann hätten wir das. Dann zeichnen wir einfach einen Kreis. So. Auch der bekommt erstmal so eine gelbe Füllung. Auch das wird halt gelb, hatte ich gesagt. Auch das wird ein radialer Farbverlauf und zwar von gelb nach weiß. Auch hier habe ich es einfach ganz einfach. Den Farbverlauf noch gespeichert, halt, wo ist er? Da. So, den setzen wir uns erstmal halt hier so hin. Oh, ich glaube, der Kreis könnte ein klein wenig größer sein. So. Hier versetzen wir ganz einfach den Farbmittelpunkt nach oben. So. Dann können wir das mit der Bildabstellung nach unten setzen. Auch hier in den Farbeinstellungen kommt es eine kräftige Unschärfe. So. Und jetzt zeichnen wir uns einen weiteren Kreis. So in etwa. Und der bekommt diese grüne Füllung erstmal. Dann setzen wir uns den so hier hin. Machen davon ein Duplikat, verschieben das Duplikat,
Das Duplikat bekommt diese orange Füllung. Wieder ein Duplikat. Das versetzen wir wieder. Das bekommt diese rote Füllung. Wieder ein Duplikat. Wieder versetzen. Das bekommt diese blaue Füllung. Und dann wieder ein Duplikat. Wieder versetzen. Und das bekommt diese lilane Füllung. So, im Anschluss können wir die jetzt so noch ein bisschen versetzen, dass es passt. So, jetzt gehen wir wieder auf die Farbeinstellung und geben den eine kräftige Unschärfe. So. Das ist ein bisschen noch al gusto. Gibt es keine festen Werte. So. Das ist ein bisschen nach Auge. So. Und auch das hier. So. Wenn wir das getan haben, setzen wir es einfach mit der Bildabtaste unter unser gelbes. So. Können wir es noch ein klein wenig versetzen. So. Das eine ein bisschen mehr zur Geltung kommt, das andere etwas weniger. So. Hier oben könnte man auch noch mal so einen Farbverlauf brauchen. Dafür zeichnen wir einfach noch mal so einen Kreis. Ne, das ist es, genau. Positionieren wir so. Auch dem geben wir einen kräftigen Unschärfe. Auch das setzen wir einfach mal nach unten. Ist es nur das Richtige oder ist es das Falsche? Es sollte eigentlich das Gleiche sein. Ja. So. Damit hätten wir die Masse der Magie schon fertig. Was wir als nächstes brauchen, sind noch so die Schwünge, die unser Zauberstab macht. Dafür zeichnen wir uns einfach erstmal hier so eine Ellipse. Und dann gehen wir über die Farbeinstellung eine Konturlinienfarbe. Und die Füllung nehmen wir weg. Die Linienstärke oder Breite müssen wir ein bisschen anpassen. So. Und dann öffnen wir hier einfach mal den Kreis, so dass er so in etwa fast 3/4 ist. Darauf einfach mal hier achten, dass das auf das, ja, zum Bogen gewählt ist, nicht dass wir hier. Das ist der Default, dann hätte man hier wirklich einen fast 3/4 Kreis, nein, Bogen. So. Wenn wir das haben, wandeln wir ganz einfach diese Kontur in einen Pfad um. Machen uns davon einfach noch ein Duplikat, setzen das nach unten. Und ziehen das so ungefähr, dass es so aussieht. Wenn wir das haben, setzen wir die hier drauf, geben den beiden einfach eine weiße Füllung, gehen wieder auf die Einstellung und auch hier geben wir einfach eine Unschärfe. Ein bisschen aufpassen, 3, 4, ja, 5, 6, 5,5.
So, ja. So, passt das? Was wir jetzt noch hinzufügen, sind hier so ein paar Sterne. Da malen wir einfach einen vierstrahligen Stern. Hier muss ich mal die Konturfarbe löschen. Ich setze einfach erstmal auf Blau hier. Ja, also der hat vier Strahlen und das Spitzenverhältnis kann man hier so einflussen. Das passt aber auch gleich. Malen wir noch einen Kreis dazu. Der ist jetzt bitte geschlossen. So. Setzen das mal hier so drauf. Da können wir ein klein wenig kleiner machen. So. Und beide zentrieren wir mal schnell. Zack, zack. So. Dann gehen wir auf die Farbeinstellung und geben dem hier einfach eine Unschärfe und hier ein klein wenig mehr. So, dann können wir das einfach hier so hier draufsetzen und gruppieren das einfach mal mit der G, färben das weiß. Gehen wieder, machen davon einfach ein paar Duplikate, die wir mal schnell versetzen. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, es gibt für diese Highlight-Sterne noch eine eigene Anleitung. Ich verlinke das dann einfach in dem entsprechenden Blogartikel hier zu diesem Screencast. So, und wenn wir davon genug haben, tun wir einfach ein klein wenig kleiner und größer skalieren, je nachdem. Ein bisschen Augusto. Je kleiner und je mehr von den Sternen, umso schicker sieht es nachher aus. So. Das ist jetzt bloß schnell gemacht, dass man sieht, wie es geht. Mehr darauf eingehen möchte ich eigentlich gar nicht. So. Na. So. Nur, dass man das Prinzip versteht. Was ich noch hatte in meiner Vorlage, war hier unten eine Schrift. Wo man jetzt halt. It's Magic, schreibe ich hier. Wähle mir mal eine entsprechende Schrift. Bei mir ist das HVD Comic, will ich gerne haben. Das ist eine freie Schriftart. Und hier machen wir mal die Größe 80. Und geben dem eine weiße Füllung. So. Setzen das so hier ein bisschen hin, machen davon ein Duplikat. Ich setze das mal ein bisschen beiseite. Hier wandeln wir wieder das Objekt in den Faden. Und hier kommt es jetzt ein bisschen auf eure Version drauf an. Bei der 048 Version ist es jetzt so, dass wirklich jeder einzelne Buchstabe ein eigener Pfad ist. Was mir hier so gar nicht gefällt, der ist gruppiert. Wenn man das sieht, also habe ich es degruppiert und jetzt durch das alles über STRG plus zu einem einzigen Pfad vereinigen. Du den Pfad zweimal erweitern. So. Und auch der bekommt einen linearen Farbverlauf als Füllung. Und zwar startet der mit diesem Rot. Und endet mit diesem Orange. Und jetzt bearbeiten wir den mal noch und geben den einfach noch drei Zwischenformen. Jawohl. So. Und die wählen wir mal wieder so mit der Pipette. Und zwar als erstes hier das Blau. Dann kommt hier das Lila und da kommt hier das Grün.
Dann gehen wir hier nochmal auf Bearbeiten und versetzen die entsprechend, nämlich hier auf 0,25. Das ist die 0,50 natürlich. Und das Grün ist die 0,75. Es ist interessant, dass mein Key-Monitor das Nummernpad nicht erkennt. Dann geben wir dem Ganzen einfach noch eine Unschärfe. So, ja. Selektieren mal die Schrift wieder mit dazu und zentrieren das horizontal und vertikal. Ups. Und setzen das einfach unter die Schriftart. Halt. Kopieren das entsprechend. Sollieren das hier in meinem Fall ein kleines bisschen kleiner. Und schon wäre unsere magische Zeichnung eigentlich fertig. Also wie gesagt, das Ganze nochmal bei mir nachlesen im Blog und dann bis zum nächsten Mal.